Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded. Wir machen die Mission von diesem R2D2-Verschnitt. Du hast noch was erforscht? Ja, Cloverleaf. Mehr konnte ich leider nicht analysieren. Ich kann nichts analysieren. Dann nimm mal die nächste Mission an. Hast du Arbeit für mich? Nein. Wir haben noch den Alchemist und ich würde sagen, wir nehmen einfach beide an, oder? Wie viel haben wir noch? Zwei, oder nicht? Ja, nehmen beide an. Man kann nur einen an. Die haben wir sogar schon. Ach so. Ja, das ist doch geil. So, Complete Marker at Spade Gulch. Wo auch immer Spade Gulch ist. Könnte der Haken sein, eventuell. Welcher Haken? Nee, das ist der, den ich bei Eiche gesetzt habe. Ach so. Glaube ich. Weiß auch nicht, was er damit meint. Hier gibt es aber einen Trailmarker und einen. Ja, das ist ja der, den ich gebaut habe. Der ist direkt am Eingang. Was von mit dem Trailmarker Fleck? Ist der von der Mission gewesen oder was? Den wir bauen sollten, im nördlichen. Hier ist eine Flagge. Ja, das ist eine, die ich gebaut habe, fälschlicherweise. Gut, und der andere war der richtige, okay. Der ist der, den wir bauen sollten. Aber ich weiß nicht, wo dieses Spade Gulch ist. Kann man doch sich bestimmt hier irgendwie Quest so. Spade Gulch ist eine der vielen verlorenen Landteilen in diesem Land. Die Legende sagt, dass nur Geister der Trailmarkers zurückgeblieben sind. Oh, raise the bones. Ja, okay, die Frage ist nur, wo ist das denn? Keine Ahnung. Pin-Quest. Also da ist irgendwie so ein Pin irgendwie. Vielleicht sagt das einfach nur, das ist jetzt gerade aktiv. Super. Keine Ahnung, wo Spade Gulch ist. Oben links ist eine Spinne. Geh zurück. Warten wir nochmal ganz kurz. Ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Das hoffe ich auch. Irgendwas ist davor. Aber das war, glaube ich, ein. Hier so ein Floß und so. Ja, dann lass uns weiter. Tschüss, Spinne. Ja. Wie verfahren wir jetzt? Wir können auch im Zweifelsfall erstmal Richtung Heimat gehen und einen Boden bauen. Dann bauen wir heute Böden. I know I'm a picky eater, but still. My mom always says I light up a room. Ganz schön dunkel. Gut, dass du Licht hast. Ja, ich würde aber lieber irgendwie. Eine Waffe in der Hand haben? Oh, da ist Wasser. Ja, Wasser, Wasser. Ich hab Durst. Erst da. No water filtration tablets needed. Den nächsten kannst du haben. Danke. Autsch. Seh nichts. Dann lass mich vor. Da sind Wasser vielleicht. Und hier ist eine Höhle. Scheiß Wasser kommt da nicht runter.
Nee, du hast das falsche Werkzeug. Das muss ich abpacken. Ist egal, es haut auch. Achso, du musst nur gegenschlagen, ja. Ja. Ich weiß nicht, siehst du das Wasser da oben? Das hängt da in der Luft bei mir. Also ist hier wieder kein Wasser. Okay. Aber bei uns ist doch ein Getränkesaft-Dingsbums. Ja, das werde ich auch brauchen. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Muss ich Brackwasser trinken? Diese Pflanzen hier, ne, überall. So. Besser. So, dann wollen wir mal. Ach, super, machst du schon. Und dann würde ich hier eine Treppe bauen. So, das heißt, wir haben ja überall Gras hier rumliegen. Grashalme. Genau, müssten auch noch drin ganz viele sein. Ja. Da müssen wir mal irgendwann was jagen. Ja. Light. Turn back the shadows and turn away the inky depths of the night. Denk daran, das lockt die Ameisen an. Ich weiß, aber ich sehe sonst nichts. Kann auch sein, dass meine Fackel die schon anlockt. So, jetzt ist meine Lampe sowieso kaputt. Ja. Achso, hier hast du schon alles rausgenommen, okay. Ja, ja. Na, ob man diesen Fleck, was wir hier alles kaputt machen, ob der das mit dem Rasenmäher sieht später? Warum ist denn da so ein riesiges Loch? Verdammte Scheiße. Es macht doch schon einen viel besseren Eindruck. Aber Wände brauchen wir dann ja auch noch, ne? Natürlich. Aber das werden auch erstmal wieder Grashalme werden. Da schwebt dir was anderes vor. Ja, erstmal nicht, ne? Ah! Ah, hast du Essen gefunden? Ah, was ist passiert? Ich bin hier runtergefallen. Okay, ich bin draußen. Ich finde, das wirkt schon mal etwas sympathischer als das, was wir davor hatten. Ah! Definitiv. Wenn das Loch da nicht wäre. Ganz schön lange dunkel. Ja. Ja.
Oh, meine Axt ist bald kaputt. Ups. Nein! Ach Gott sei Dank kam ich unten noch raus, ey. Bald fallen wir nicht mehr durch die Decke. Yay! Super. Wollen wir die Basis noch größer machen von der Grundfläche her? Ich würde erstmal sagen, hier machen wir erstmal Mauern drum und dann können wir von mir aus nach hinten weiter anpassen oder so. Okay. Dann was ich sagen würde, ist aber, die werden wahrscheinlich, wenn hier unsere Tür ist, könnte es ja sein, dass sie unsere Tür angreifen. Ja, das kann natürlich passieren. Dass man hier vielleicht so seitlich ein Türmchen braucht. Vielleicht, ja, mal gucken, ja. Mal gucken. Dann konstruier du mal die Wände, denk vielleicht auch an das ein oder andere Fenster. Damit die reingucken können? Nein, damit wir rausgucken. Wie soll denn das sein? Willst du direkt vor der Treppe die Tür haben oder erst auf der... Nö, ersten? Direkt hier. Hier die Tür. Also nicht hier, sondern hier. Ja. Gut. Dann baue ich die als erstes. Warte, ich baue die Fenster. Dann baue die Fenster. Da, wo keine Fenster sind, baue ich Mauern. Genau. Ah. Hinten mache ich mal kein Fenster, weil da wollen wir gegebenenfalls erweitern, ne? Das spinnt hier ein bisschen rum. Ja, es ist ein bisschen spackelig. Das ganze Zeug weg, was hier liegt. Oh, ich habe kein Licht mehr. Ja, ich auch nicht. Jetzt brauchen wir die magische Sonne. Ja, wann geht sie denn endlich mal auf hier? Ist schon so lange dunkel. Ah, Dry Grass Chunk brauche ich. Gut, dass man hier so viel sieht. Ah, ein Speer. Oh. Ich hab meinen. Und wir sollten uns auf jeden Fall nochmal so ein Lean-To, so ein Unterschlupf, sollten wir uns unbedingt noch bauen. Oh, ich glaube, langsam kommt die Sonne raus. Oh, Mist, die haben hier eine unterschiedliche Länge, die ganzen. Ich weiß nicht, ob du deine Dinger zu tief gesetzt hast, deine Fenster. Nee, deine Fenster sind richtig. Da muss ich ein paar Konstruktionen abreißen. Und die tiefer irgendwie setzen. Hm. Du hattest dir doch auch mal so eine tote Schnecke. Oh oh. Wie kann ich denn das tiefer setzen? Oh, jetzt habe ich wieder meine Axt geworfen. Ich suche hier einfach so trockenes Gras. Ne? Krass.
Jetzt habe ich sie tiefer gesetzt. Jetzt muss ich mir erstmal Essen braten. Mach das. Ich bräuchte auch was zu essen. Ah, da sind Pilze. Trinken kann ich auch wieder gebrauchen. Wahrscheinlich kriege ich wieder keinen Tautropfen hier runter. Ich weiß nicht, ob das Essen, was ich hier gerade mache, für mich reicht. Könnte es ja nicht auch mehr brauchen. Das ist eine jagende Ameise unter einem Käfer her. Guck mal, ob ich die verfolgen kann. Ging das Feuer automatisch wieder aus, oder? Aha. Danke, Ameise. Tschüss. Ja, das geht automatisch wieder aus. Bleib hier. Du hast wohl gedacht, du könntest dich verstecken. Falsch gedacht. Hahaha. Ohoho. Ich habe Beute gemacht. Bringe sie nach Hause. Ah ne, jetzt muss ja noch in die alte Basis. So, was zu essen ist auf dem Feuer. Was denn? Der Grashalm wollte erst nicht zerbrechen. Der hat erst einen Moment gewartet. Was ist denn hier mit dem... Hä? Das... Hä? Warum ist denn das so weit unten? Die ist ja so niedrig, die Mauer. Warte mal kurz. Das Problem ist, wenn du die Grashalme normal baust, sind sie drüber. Ich guck mal. Und ich habe das jetzt versucht anzupassen an die Fenster. Wo ist das Problem? Siehst du nicht, ne? So, jetzt guck dir mal, jetzt geh mal weiter weg und jetzt guck dir doch mal dein Fenster an und die Grashalme. Ja, das ist bei mir passig. Ist das bei dir passig? Bei mir sieht das nicht passig aus. Bei mir ist das genau passig. Bei mir sieht das nämlich nicht passig aus, ungelogen. Guck mal, so sieht das, was du da gemacht hast, aus. Ja, das sieht bei mir, das sieht bei mir wieder passig aus. Ich habe hier zwar Grashalme, die sind genauso hoch wie dein Fenster. Und dann sind da so ein, zwei Grashalme, die sind halt nicht so hoch. Ja, das habe ich nicht. Bei mir ist das tatsächlich gerade abgeschnitten. Dann bau mal eine Wand von dir fertig. Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Brauche ich nur ein paar Grasplatten. Ich habe da gerade einen Haufen weggeworfen. Weil ich das mit dir erstmal erörtern wollte. Also bei mir ist das jetzt höher. Bei mir ist das exakt gleich hoch. Das ist ja krass. Es ist ungelogen. Bei mir ist es höher. Was zählt jetzt da für das Spiel? Meins. Weil bei mir ist hier die obere Wand wirklich gerade abgeschnitten und nicht dieses Zickzack. Gedöns, wie bei mir dir. Ist Zickzack gedöns. Ja, dann bau du.
Heißt das, wir müssen die, die du hier mühselig schon aufgebaut kannst hast, abreißen? Kannst du abreißen, ja. Kackspiel. Oder muss ich da noch irgendwas anderes drücken, damit er die anpasst? Ich hab keine Ahnung. Also du setzt sie ja auch, du willst nur aus und setzt sie irgendwie passig hin. Ja. Ja, was anderes habe ich auch nicht gemacht. Aber es stimmt schon, was ich gelesen habe, dass das noch sehr, noch nicht so ganz ausgegoren ist hier mit dem Bauen. Ja, das ist halt noch Early Access, das ist ja... Ja, das ist ja auch voll okay. Da haut noch einiges nicht hin und es kann sein, dass dann hier die Synchronisation von den Spielern nicht funktioniert. Die Wand kriege ich jetzt nämlich zum Beispiel... Doch, jetzt habe ich sie. Was fehlt hier? Webstem, okay. Ah, siehst du, ich brauche noch eine Axt. Ah, Quarz... Rote Fliege auf dem Boden. Oh, ich brauch Woven Fiber. Bleib hier! Scheiße, wo bist du? Bist du Feigling? Ich wollte dich doch rösten. Oh, du hast was Schönes gefunden. Jo. Aber ich suche eher was zu essen. Sind die ganzen Viecher hin? Ist irgendwie heute frei? Viecherfreier Tag? Hm. Ja, ich hatte vorhin eins gesehen. Mich ärgert es, dass es gerade mit dem Tautropfen nicht so wirklich funktioniert. Ja, ich sehe nämlich überhaupt keine mehr an den Grashalmen hängen. Ja, und bei mir, ich sehe sie zwar, aber die fallen nicht runter. Ah, das ist so ein scheiß Aggro-Käfer. Ein Aggro-Käfer? Ja, glaube ich. Mistkäfer, Kackkäfer, irgendwas. Keine Ahnung, irgendwas hat mich gesehen, ich muss weg. Tschüss. Okay. War schön mit euch. So wurde ich vom Jäger zum Gejagten. Also wir haben auf jeden Fall zwei Roasts auf dem Feuer. Hm.
Na, ich sehe gerade, ich brauche eher was zu trinken als was zu essen. Ja, das ist echt ein bisschen blöd, dass das mit den Tautropfen. Ich meine, klar, man kann auch dieses Brackwasser trinken, aber das ist irgendwie nicht ganz so geil. Oh, schön, du hast das gefunden. Ah, da ist schon wieder Kackspinne. Ich mag keine Spinne in diesem Spiel. Ich auch nicht. Ah. Und auch die müssen mich natürlich sehen. Wir hatten ja mal so einen Behälter für Trinkwasser, ne? Ja. Ich glaube, da ziehe ich mir mal was raus. Ah, ja, kannst du versuchen. Hm. Water Container ist empty. Hm. Gut, dass wir so einen Wassercontainer haben. Ja. Dann renne ich mal zur anderen Safttüte. Na. Ich bräuchte tatsächlich auch bald wieder was zu futtern. Schrägstrich trinken. Du? Ich kann nicht gar nicht kaputt haben. Okay. Gut, 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 gut. Oh, hier ist Wasser. Nice and clean. Gut, bin also wieder safe. Baumfeld! Ach ja, wir können ja noch hier dieses komischen Löwezahn-Gedöns gebrauchen. Ja, die... Dann suche ich mal die Löwezahn-Dinger. Damit kann man von großen Höhen runterspringen. Ja. Erstmal die Stämme. Ach so, ja, ich bringe gerade welche. Ich muss nur einen Weg hier durch diese Dinger finden. Trinken, trinken, trinken. Oh. Böse Safttüte. Das ist eine Spinne. Also in diesem Spiel gibt es sehr, sehr viele Spinnen. Oh ja, ich sehe auch gerade eine. Ich finde gerade nichts von diesem Löwenzahn. Ah doch, da hinten sehe ich doch was. Baumfeld. Sehr schön. Ach so, ich wollte mir erstmal so ein Lean-To bauen. Was wolltest du bauen? Ein Lean-To, damit ich einen neuen Spawnpunkt habe. Hm. Ja, könnte ich auch mal machen.
Und den am besten ins Haus setzen. Mhm. Ach, hast du schon alle Fenster gebaut? Oh. Mhm. Ah, da fehlt noch eine Wand. Oder zwei Wände, ne? Ja. Wir finden bestimmt noch irgendwas für dein Holz. Ja. Zur Verwendung. Definitiv, das wird ja nicht schlecht. Hm. Was denn? Ja, ich hab Durst. Ich muss jetzt Brackwasser trinken. Natürlich die Frage, kann man die Sachen einfach umsetzen oder muss man die neu bauen? Das, ich wette zum Neubau. Ja, wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ach ja, hier ist Essen auch fertig. Nee, wir können den nur recyceln. Also abbauen. Ach, Menno. Die Dreckspflanzen sind hier auch überall. Ich baue mal gleich zwei Container, ne? Baust du? Ja, also zwei Kisten. Ja. Ich finde, haben wir schon gut hingekriegt. Und da hinten machen wir einfach, erweitern wir. Keine Ahnung. Ja. Die andere Basis können wir erstmal stehen lassen. Das können die gerne einrennen. Ist das halt ein Hindernis, sind wir von einer Seite ein bisschen geschützt. So, zwei Kisten. Ja, also ich würde sie jetzt auch nicht abreißen. Oh, da ist eine Ameise. Wo? Unter unserer Basis. Hallo Maisi, was machst du denn? Ja, Hallöchen. Alter, also putz dich! Geh mal nach Hause, Mäuschen! Eigentlich können sie ja durchlaufen, wenn nicht alles mit Müll irgendwie zugeballert wäre. Mach den Weg mal frei. Vielleicht hängt sie auch an irgendeinem Grashalm, den wir abgeschlagen haben, fest. Hm. Was machst du gerade? Die Ameise bringt mich auf eine Idee, dass ich da vielleicht dahinter nochmal was baue. Da hinten kämpfen mehrere Ameisen oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt relativ viel mitgenommen. Ich würde damit... Hast du eine liebe oder eine böse Ameise? Wieso? Liebe Ameise.
Ach so, du machst das so zu. Ich habe jetzt relativ viel im Inventar. Ich würde zu so einem Forscher-Dings da, zu so einer Field Station mal gehen und gucken, ob ich was erforschen kann. Heute nicht mehr. Nee? Okay, ich sagen, wir machen, gut, dann machen gleich ich das. Break und dann können wir von mir aus nächstes Mal wieder ein bisschen erforschen. Okay. Haben wir jetzt die ganze Folge hier ein bisschen rumgebastelt. Gut, dann packe ich das hier zurück in... Ich mache jetzt die Wände fertig und dann wird das auch für heute gewesen sein. Es ist warm. Ja, es ist... Wir machen hier ein Let's Play aus der Hölle. So warm ist es. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ach, da sind schon mehrere Ameisen. Oh. Eine ist gerade rausgelaufen, die andere baue ich jetzt ein. Oder kommt raus, super. Hinter dir ist auch eine. Oh, ist das hier ein Ameisenweg oder was? Geht mal weg hier. Oder seid ihr einfach nur neugierig? Also, falsche Pflanze. Ey, da kann er noch durchlaufen. Ich mach das da extra zu und dann läuft er noch durch. Hm. Ja, aus dem Weg. So, jetzt kommst du ja nicht mehr durch. Ja, Viecher. Ja, von hinten ist halt so ein großes Tor, kannst du schon fast sagen. Hier vorne. Oh, hier sind gleich zwei. Ist mir egal. Ach, die hängen wegen unser Ofen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich esse mal was, bevor was schlecht wird. Ja, ich esse das andere. Hm. Not bad. It's pretty good. So. Und gestärkt würde ich jetzt sagen, verlassen wir euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne einen Kommentar zurück oder eine Ameise. Hallo. Hallo Maisi. Kann man Hallo nicht Maisi. Nein. Das habe ich auch gerade überlegt. Und tschüss Maisi. Tschüss. Ja, unsere neue Basis. Ich finde, sie macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Auf jeden Fall einen besseren als die alte. Wir können sogar rausgucken. Wir haben Fenster. Wir haben Fenster. Genau. Kein Dach, aber es regnet ja nie. Ja, wir können ja noch Fenster bauen. Ein Dach, meine ich. Gut. Aber es ist auf jeden Fall schon mal etwas, wo man sich eher heimisch fühlt, als das, was wir davor hatten. Genau, aber interessant ist, dass... Weil wir haben einen vernünftigen Boden. Interessant ist, dass bei mir das anders aussieht als bei dir. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Na... vielleicht mache ich da so ein Crossover. Ja, genau, so ein Crossover-Bild. Warte mal, dann komme ich mal neben dich. Selbe Ecke? Dann schauen wir beide auf dieselbe Ecke, genau. So, warte, ich nehme mal den Speer weg. Ja. Ups, so. Kann man das besser sehen, genau. Gut, und mit dem Anblick verlassen wir euch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.